ja, so ein ganz kleines bisschen. Wir haben die kritische Masse erreicht. Wir sind also tatsächlich hier, halten unsere fröhlichen Gesichter jetzt einfach mal hier vor das Kernkraftwerk, um zu zeigen, dass es absolut ungefährlich hier zu stehen und es ist absolut wichtig und sinnvoll, hier zu kämpfen und auch dem persönlichen Umfeld zu zeigen, jawohl, ich stehe dazu. Ja, auf Facebook und so weiter kriegt es das persönliche Umfeld dann eben mit und das ist ein wichtiges Signal, man kann sich aus der Deckung trauen. Und das ist ein wichtiges Signal, was wir eben an die Politik senden wollen, auch die Politik kann sich jetzt endlich mal aus der Deckung trauen und wir warten darauf, dass yay, wir warten darauf, dass im September nach der Wahl der Knoten endlich platzt und wir endlich die politische Diskussion führen. Und wir sind jetzt erstmal dafür da, hier nochmal die entsprechenden Argumente zu liefern. Und den, als ersten Redner haben wir jetzt den Mario Caracciu und dann werden wir noch weitere Redner hören. So, diesmal funktioniert es mit dem Ton auch besser. Schönen guten Tag, schön, dass ihr alle da seid. Ich bin Mario Caracciu, ich bin als Gastredner heute hier und ich bin Generalsekretär einer Kleinstpartei, die Partei der Humanisten. Und wir setzen uns ein für wissenschaftsbasierte, wissenschaftlich orientierte Politik. Viel mehr kommt jetzt auch nicht dazu. Wir sind alle heute hier, weil uns Klimaschutz ein sehr wichtiges Thema ist. Unser Anspruch ist es, Politik konsequent auf Basis wissenschaftlicher Fakten zu machen. Und das geht nur, wenn man ergebnisoffen tatsächlich sich zu allen Themen auch entsprechend informiert. Die Politik sollte also unvoreingenommen schauen, was die Wissenschaft zu diesen Themen sagt. Und das hätte sie eigentlich auch tun können. Beim Klimawandel ist eine wichtige Instanz der zwischenstaatliche Weltklimarat IPCC, haben Sie mit Sicherheit alle schon mal gehört. Und im Auftrag der Vereinten Nationen trage eben Fachleute und Wissenschaftler vom IPCC zusammen, das muss ich jetzt richtig ablesen, den aktuellen Kenntnisstand zum Klimawandel und eine Grundlage für wissenschaftlich basierte politische Entscheidungen, indem er unterschiedliche Handlungsoptionen und deren Auswirkungen aufzeigt. Das heißt, die sagen genau, was müssen wir tun, damit wir irgendwie unsere Pariser Klimaschutzziele einhalten können, damit wir unsere Erde nicht so kaputt machen, sage ich jetzt mal. So, einige Parteien sind beim Thema Klimawandel auch beim IPCC eher selektiv. Das heißt, für die gilt die Wissenschaft genau so lange, bis es mit den eigenen Ideologien Überschneidungen gibt. Und dann fängt man irgendwie an, ja nicht mehr so auf die Wissenschaft zu hören. Wir stehen dahinter, egal wie unbequem die Antwort eventuell für den einen oder anderen sein könnte. Denn Wissenschaft ist nicht selektiv. Sie sagt halt, was muss. Ganz ohne Ideologien. Und der IPCC ist da relativ deutlich. Wenn wir unsere Klimaziele einhalten wollen, dann ist Kernenergie ein essentieller Bestandteil der Lösungsfindung. Es gibt keine global sinnvolle Handlungsoption, die ohne Kernkraft auskommt. Priorität muss das... Priorität muss das Beenden fossiler Energieerzeugung sein, denn mehr als die Hälfte der Stromerzeugung in der UNECE-Region entfallen auf fossile Brennstoffe. 20% nur auf Kernkraft. Es ist jetzt fahrlässig, gleichzeitig die 20% Kernkraft und die 50% fossile Brennstoffe irgendwie abzuschaffen, ohne sich dabei Gedanken zu machen, wo wir denn unseren ganzen Strom nachher herbekommen sollen. Vor allem, wenn der Ausbau der erneuerbaren Energien aktuell so stark stockt und einfach noch sehr viele Fragen, was Speicherung angeht, noch ungeklärt sind. Ich sag mal noch. Ich hoffe, dass wir auch das irgendwann klären können. Gerne wird dabei vollkommen übersehen, dass wir nicht nur unsere Stromerzeugung irgendwie klimaneutral gestalten müssen, sondern wir müssen unseren kompletten Energiebedarf umdecken. Das beinhaltet auch Mobilität und Wärme. Das heißt, nicht nur das, was wir jetzt aktuell an Strom verbrauchen, muss klimaneutral werden, sondern eben auch das, was wir zukünftig mehr an Strom verbrauchen, weil wir zum Beispiel die Mobilität auf E-Energie umstellen, da wo wir einfach kein
keine fossilen Möglichkeiten mehr haben, Wohnungen und Gebäude zu heizen. Da müssen wir ebenfalls irgendwie umstellen. Das ist ein massiver Mehrverbrauch an Energie, den wir da haben. Und das muss ebenfalls auch nachher klimaneutral sein. Und da kann einfach die Kernkraft ein ganz essentieller Bestandteil davon sein und muss es eigentlich auch. So, also wir sind uns einig, die Wissenschaftler sind sich einig, wir brauchen Kernkraft. Kernkraft ist essentieller Bestandteil der Lösung, ich wiederhole es nochmal. Und die deutsche Politik sagt, nö, wir schalten jetzt mal unsere letzten 6 Atomkraftwerke ab, die anderen haben wir auch schon abgeschalten. Dieses bzw. nächstes Jahr dann komplett ohne die Kernkraft und wir setzen voll auf erneuerbare Energien. Also ein bisschen ohne Plan, aber so sollte das nicht sein. Das ist nicht, was die Wissenschaftler haben wollten. Um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, haben wir global nur noch ein gewisses CO2-Budget zur Verfügung. Für Deutschland sind das aktuell ca. 4 Gigatonnen, Stand letzter IPCC-Bericht. Und danach müssen wir als Land klimaneutral sein. Natürlich hängen da auch ganz viele andere Länder dran, aber das ist so der Plan für Deutschland. Ich hoffe doch. Ne? So, wo war ich? Da fehlt ein Satz. Na toll. Das ist jetzt, genau. Wenn wir nun die 6 noch laufenden Atomkraftwerke weiter betreiben und dafür Kohlekraftwerke abschalten, können wir so rund 600 Megatonnen CO2 einsparen, was so ungefähr 15% dieser 4 Gigatonnen sind, die wir insgesamt noch verbrauchen oder emittieren dürfen. Leider stehen die Zeichen gar nicht so günstig, dass wir das 1,5 Grad noch irgendwie einhalten können, weltweit. Aber wir müssen alles daran setzen, das zu versuchen, denn jedes Zehntel Grad zählt hier einfach super viel. Und die Kernenergie kann ja eine Schlüsselrolle übernehmen, gemeinsam mit einem schnellen und nachhaltigen Ausbau von gewissen erneuerbaren Energien. Das geht Hand in Hand. Und was die nächsten 4 Jahre in der Energiepolitik passiert, beziehungsweise dann ebenfalls die weiteren 4 Jahre, das entscheidet ihr. Das entscheiden die, die dann eben wählen gehen. Trefft sinnvolle Entscheidung. Danke.